Grüßt euch bei der FC Bayern Basketballschule. Heute ist das Thema, wie ihr schon vielleicht erkannt habt, Wurf. Wie die Basics aussehen sollten, das erkläre ich euch jetzt mit Ivan und Luis. Wie angekündigt, heute das Thema Wurf. Mit den Basics wollen wir gleich anfangen, aber ich erkläre euch mal, was wichtig ist beim Thema Wurf. Wichtig ist es, den Ball nicht in der ganzen Hand zu haben wie beim Dribbling, eben auch mehr auf den Fingerspitzen zu haben und das Handgelenk so auszurichten, quasi den Unterarm auch, der Richtung Korb zeigen sollte. Dann der Wurfbewegung nach oben zu folgen und das Handgelenk am Ende abzuklappen, als würdet ihr in den Ring greifen wollen. Ja, das zeigen euch jetzt am besten mal die Jungs, wie man das macht. Wir nehmen den Ball in die rechte Hand, legen ihn sauber auf die Hand und lassen hier eine kleine Lücke und nehmen den Ball nach oben und zielen den Korb an und klappen das Handgelenk am Ende ab. Ja, jemand muss den Arm ein bisschen mehr strecken, aber sonst ist es gut. Genau. Versucht dabei, einen Rückwärtsdrall in den Ball zu bekommen, sodass ihr mit diesen beiden Fingern, mit Mittelfinger und Zeigefinger, den Ball eine kleine Rückwärtsdrehung verpasst. Ja, bei Ivan sieht man es ganz gut, der Ball dreht sich sehr gut nach hinten. Ivan auch, Luis, sehr gut. Versucht eine schöne Wurfkurve hinzubekommen, sodass der Ball über den ersten Ring, also wenn ihr euch den Ring vorstellt als Ziel, immer über den ersten Ring. Nicht auf den hinteren Ring ziehen, sondern auf den vorderen Ring. Und da, über dieses Ziel, muss der Ball geworfen werden. Ne? Nicht jeder Wurf kann drin sein. Jetzt wollen wir zum nächsten Schritt gehen, die zweite Hand dazu nehmen. Das heißt, die Hand stabilisiert den Ball auf der rechten Hand. Ja, die linke Hand legt sich quasi neben den Ball und schützt den Ball, damit er links oder rechts runterrollen kann. Die beiden Jungs zeigen euch das wieder. Sehr gut. Denkt an den Rückwärtsstrahl des Balls. Denkt dran, euer Handgelenk abzuklappen. Sehr gut. Am besten ist es natürlich, wenn ihr euch gut fühlt, dabei nicht den Ring zu berühren, sodass der Ball nur, wenn er reinfällt, das Netz berührt. Ivan. Sehr gut, Ivan. Luis. Ja, sehr gut. Ja, ihr seht, die beiden haben das schon öfter gemacht. Jetzt wollen wir zur nächsten Aufgabe übergehen. Man meint ja oft, beim Wurf ist nur entscheidend, was die Arme machen. Nee, auch die Beine gehören zum Wurf dazu. Dabei wollen wir jetzt eine gute Position finden. Die meisten von euch sind Rechtshänder, ich gehe jetzt mal davon aus. Ja, wir wollen immer, dass das rechte Bein ein Stück weit nach vorne zeigt. Also nicht parallel die Füße, sondern das rechte Bein ist ein bisschen vorne. Die rechte Hüfte zeigt Richtung Ziel wieder, genauso wie der Unterarm. Und das ist die perfekte Position für den Wurf. Die beiden Jungs, könnt ihr wieder zuschauen, wie es bei denen aussieht. Ja, ihr seht, der rechte Fuß ist weiter vorne. Ansonsten bleibt alles gleich. Handgelenk hinter dem Ball, kleine Lücke, Arm strecken. Sehr gut. Noch einmal. Schaut, dass ihr auch immer Gewicht auf beide Beine gleich verteilt. Das sehe ich immer wieder bei den ein oder anderen Jungs. Die lehnen sich dann eher zu einer Seite und das wollen wir vermeiden. Wir wollen immer das Gewicht auf beiden Beinen gleich belastend haben. Nochmal zwei, drei Würfe. Hier sieht man es ganz gut. Rechtes Bein ist wieder vorne. Handgelenk sauber abklappen. Sehr gut. Noch ein. Schön die Beine, Gewicht auf beide Beine. Flüssig nach oben. Sehr gut. Zusammengefasst nochmal zum Thema Wurf. Denkt dran, der Ball liegt nicht auf der ganzen Hand, es ist eine kleine Lücke. Euer Ziel ist der Unterarm. Am Ende wollt ihr das Handgelenk abklappen, sodass es Richtung Ring, Richtung Korb zeigt. Das sind eure drei Punkte, die ihr beachten solltet. Was ich euch noch mitgeben kann, ist üben, üben, üben und glaubt daran, dass ihr gute Werfer seid. Habt ihr keinen Korb zu Hause oder in eurem Dorf oder in eurem Stadtviertel, dann könnt ihr auch die Übungen machen, die die Jungs zeigen. Einmal auf dem Boden. Du liegst auf dem Boden, machst die gleiche Technik wie auch im Stehen oder wie Ivan hier am Brett oder an der Wand, könnt ihr jederzeit
auch ohne Ring üben. Also, es gibt keine Ausreden, besser zu werden. Nächstes Mal schaltet ihr einfach wieder ein und es geht weiter auch mit dem Thema Wurf, Ballhandling und Dribbling. Ich lasse mir da ein paar was einfallen für euch.